Willkommen bei der Denkbar. In diesem Format wollen wir die Kontaktsperre zwischen den politischen Lagern durchbrechen. Andersdenken ist bei uns Pflicht, nicht vergehen. Mein Partner ist Dieter Dehm, ein in der Wolle gefärbter Roter mit Vergesellschaftungsfantasien und Vergesellschaftungsgelüsten. Er will aber auch den Mittelstand befreien. Dieter Dehm, von ihm stammt das Lied unter anderem, unter vielen, tausendmal berührt. Wir, liebe Zuschauer, wollten Sie mit unserer Sendung berühren. Er war viele Jahre Bundestagsabgeordneter der Linken und aktiv davor bei der SPD. Und ich freue mich sehr, man kann unsere Runde ja auch streitbar nennen, aber denkbar ist auch schön. Lassen wir die Zuschauer mitentscheiden, denn hier sitzt ein Liberaler mit einem unbändigen Aufklärungsdurst. Und dass wir Berliner Wahlfälschungsgelüste aufdecken konnten und dass in Berlin neu gewählt wurde und neu gewählt wird für Landtag und Bundestag, verdanken wir seiner Energie beim Aufklären und Recherchieren. Und ich freue mich sehr, mit Roland Tichy zusammen diese Sendung machen zu können. Und wir haben was gemeinsam, nämlich die Überzeugung, dass die Wahrheit gegen den Strom schwimmt. Unsere Gäste sind heute Ulrich Vosgerau, Jurist, Staatsrechtler, Verfassungsrechtler. Aber berühmt geworden sind sie als Teilnehmer dieser berühmten Wannsee-Konferenz, wie wir es nennen wollen. Denn unsere Sendung soll ja heißen, wie viel Wannsee ist in Potsdam? Und Alexander Wendt, mein Kollege, ein Buchautor, sein neues Buch erscheint, Verachtung nach unten. Und es geht genau um diese Mechanismen, wie Menschen von einer Elite manipuliert, verarmt und getrieben werden. Herr Vosgerau, sagen Sie mal, Sie lächeln. Dabei sind Sie doch einer der Gejagten in der Republik. Ja, das kann man sagen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass der Pendelschwung sich inzwischen umzukehren beginnt, da die ganze Geschichte und diejenigen Personen, die hinter ihr stecken, doch dann allzu faul sind. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass als ich vom Veranstalter der Potsdamer Konferenz, es war keine Konferenz, es war ein privates Treffen eines Freundes- und Bekanntenkreises, die Nachricht erhielt, dass offenbar alles abgehört worden sei, da war ich überhaupt nicht beunruhigt, wirklich nicht. Da habe ich gedacht, das können die ruhig alles abhören, wenn man das gemacht haben mag, wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Sie sind immer noch jemand, der ans Recht glaubt, oder? Ja, so ein wenig schon. Ja, wir werden das mal ausprobieren. Ich habe ja jetzt also eine Abmahnung auf den Weg geschickt. Dem wird eine Klage folgen, weil die keine Abmahnung unterschreiben werden. Ich habe den Eindruck, dass sich inzwischen der Wind schon zu drehen beginnt. Es gibt da so viele Ungereimtheiten. Die Geschichte in sich ist ungereimt und völlig unsubstanziert. Die können keine Tatsachenvorwürfe begründen und geben daher nur eigenen Einschätzungen Ausdruck. Und jetzt zeigt sich eben auch noch, dass die Organisatoren, die dahinter stehen, doch immer wieder die Unwahrheit gesagt haben, teilweise vorbestraft sind, teilweise im Internet Dienstleistungen anbieten in die Richtung, wir denken uns Geschichten aus. Ich denke, da wird noch viel kommen und am Ende wird es eine lupenreine Reluziade sein. Darf ich trotzdem nachfragen, was wurde denn wirklich in Potsdam verhandelt? Na, da hat sich also ein Freundes- und Bekanntenkreis, das ist eine kleine Gruppe von Unternehmern, Freiberuflern, Selbstständigen getroffen. Ich war dieses Jahr dabei, weil ich mehrere dieser Unternehmer anwaltlich vertrete. Und da gab es sozusagen ein Unterhaltungs- und ein Projektvorstellungsprogramm. Und der vielleicht interessanteste Vortrag war aber längst nicht der einzige, war eben der von Martin Sellner, einem umstrittenen österreichischen Schriftsteller, den man sonst nicht im Fernsehen sieht. Deswegen war es nicht fernliegend. Der jetzt ja, glaube ich, auch Einreiseverbot bekommen soll. Das war jetzt die jüngste Entwicklung. Ja, das hat man mal versucht. Also als er bei uns war, hat er jedenfalls kein Einreiseverbot. Das ist auch dummes Zeug. Das geht gar nicht, weil das ein EU-Staatsbürger ist. Der müsste schon gravierendste Straftaten begangen haben. Und das tut er ja nicht, sondern er schreibt nur Bücher. Naja, den haben wir uns angesehen. Sein Vortrag ging nicht nur um das Problem der Remigration, wie er das nennt. Das ist ja in Deutschland ein ungebräuchlicher Ausdruck. Jedenfalls hat er dort nichts in Vorschlag gebracht, was nicht weit hinter anderen Vorschlägen zurückbleiben würde, die von anderen politischen Parteien, SPD, Union, FDP, im Verlaufe des letzten halben Jahres auch schon gemacht worden sind. Und prominente Rolle haben gespielt kriminelle Clans und
IS, also islamistische Terroristen? Die haben gar keine prominente Rolle gespielt, beide, sondern er kam mit zwei Sätzen. Ich weiß heute gar nicht mehr, ob er das spontan am Ende seines Vortrages hat einfließen lassen oder ob er es erst auf Rückfrage gesagt hat. Jedenfalls am Ende seines Vortrages kam er in lediglich zwei Sätzen auf das Problem zu sprechen, nachdem bisher völlig klar gewesen war, dass er selbstverständlich nur Menschen ausweisen oder abschieben will, die eben vollziehbar ausreisepflichtig sind, beziehungsweise also anderweitig. Also keine Politiker, deutsche Politiker mit migrantischem Hintergrund. Nein, um Gottes das Willen. Wurde nie überhaupt gesagt. Keine Deutschen. Das überhaupt Sie keine Deutschen. Aussagen, ja, ja, überhaupt keine Deutschen werden abgeschoben, auch überhaupt keine Deutschen werden ausgebürgert. Absolut nicht. Er hat also wirklich sehr stark betont, dass alles im Rahmen von Verfassung und Gesetz geschehen müsse. Das können so. Sie beeiden. Ja. Vor jedem Gericht. Ja. Gut. Und ganz am Ende kam er dann auf das Problem zu sprechen, dass es vereinzelt ja eben auch durchaus Deutsche gibt, naturalisierte Deutsche, die sich aber so nicht assimiliert benehmen, dass es einen eigentlich reut, dass man sie naturalisiert hat. Das Problem gibt es ja, und er nannte hier ganz konkret zwei Fallgruppen, um die ging es, nämlich sogenannte Clan-Kriminelle und eben Islamisten, gewalttätige Islamisten. Und die wollte er auch nicht ausbürgern. Es ist ja durchaus möglich, bei schwerer Kriminalität im Falle von Doppelstaatern heute auszubürgern. Davon hat er nicht gehandelt, sondern er sagte, er will die nicht ausbürgern. Ihm war völlig klar, er kann eigentlich keinen Deutschen ausbürgern. Und da sagte er aber dann, man soll gewissermaßen eine Law-and-Order-Politik betreiben. Man soll einen starken Verfolgungsdruck aufbauen. Der Staat soll das absolut nicht dulden. Null Toleranz, ja. Und das sollte nach seiner Vorstellung dann dazu führen, dass sich solche Kriminellen eben wirklich selbst die Frage vorlegen, ob sie ihren Lebenswandel fortsetzen wollen und dann vielleicht das eher in ihrer vorherigen Heimat tun, weil dort der Verfolgungsdruck nicht so hoch ist, oder aber ob sie in Deutschland bleiben wollen und sich dann eben entkriminalisieren. Aber damit bleibt er doch eigentlich hinter Nancy Faeser zurück. Nancy Faeser hat gesagt, Clanmitglieder sollen abgeschoben werden, auch wenn sie persönlich keine Straftat. Absolut. Also das wär dann Familien, wie sagt man das, Sippenhaft. Und Lars Klingbeil hat gesagt, auch Deutsche, die für die Hamas demonstrieren, also für Pro-Palästina, sollen rückwirkend 10 Jahre abgeschoben werden. Das muss man sagen, das war nicht nur von Klingbeil, das war auch eine ganz offizielle Überlegung des Bundesinnenministeriums in der Federführung von Frau Faeser im Jahr 2023, zu sagen, bis zu 10 Jahre rückwirkend bei antisemitischer Betätigung. Und nun ist antisemitische Betätigung meiner Meinung nach verwerflich, muss bekämpft werden, aber sie ist noch nicht per se eine Straftat. Also hier ging es noch nicht mal um Straftaten. Und 10 Jahre rückwirkend, dass das nicht mit dem Gesetz, dass das nicht mit der Verfassung vereinbar ist, das muss eigentlich jedem auffallen. Irgendwann ist den Beamten im Bundesinnenministerium tatsächlich auch aufgefallen, sie haben das beerdigt. Aber das war im Gegensatz zu dem, was in Potsdam besprochen worden ist, tatsächlich ein Plan. Und zwar ein Plan von politischen Entscheidungsträgern. In Potsdam haben keine politischen Entscheidungsträger zusammengesessen, noch nicht mal Leute, die irgendein öffentliches Amt in kleinster Weise haben. Und sie haben auch keine Pläne geschmiedet, sondern sie haben sich einen Vortrag angehört zu einem Buch, was schon seit Monaten auf dem Markt ist. Aber das klingt jetzt alles sehr, wie soll ich sagen, entschuldigend, nicht? Also tatsächlich ist doch eine Debatte in Gang gesetzt worden, die zwar vorher da war. Wir erinnern uns, dass Olaf Scholz ja auch schon von massenhaften Abschiebungen und mal so richtig Druck da machen gesprochen hat. Und dann sollen ja Begriffe wie Deportation gefallen sein. Also entsteht da jetzt nicht doch ein Zug, vor dem viele Menschen einfach Angst haben? Denn ich kenne viele Ausländer, die in Deutschland leben oder eingebürgert auch sind, aber sich trotzdem ihrer migrantischen Bezüge natürlich bewusst sind und sie leben, das dauert ja 2, 3 Generationen, die sagen, was ist mit den Deutschen los? Ja, es gibt ein kroatisches Sprichwort, das sagt, lass den Bär schlafen und weck den Deutschen nicht auf. Also haben Sie die Deutschen Angst, aufgeweckt? Die Angst entsteht ja nicht aus den Dingen, was da in einem privaten Kreis ohne Außenwirkung, die dort verhandelt worden sind. Also es war, wie gesagt, eine reine Buchvorstellung. Sondern die Angst wird ja geschürt von gewissenlosen Menschen, die jetzt hier Stimmung machen. Und das ist ja umso kurioser und umso eigenartiger, als das ja das letzte halbe Jahr, die zweite Jahreszeit,
Jahreshälfte 2023 wirklich geprägt war von einem Überbietungswettbewerb, wen man noch alles abschieben kann und wen man noch alles ins Visier nehmen könnte. Da haben wir jetzt diese eigenartige 180-Grad-Wende, die möglicherweise auch starker Ausdruck eines internen Machtkampfes zwischen SPD und Grünen ist. Denn der Bundeskanzler hatte ja versucht, im letzten Herbst sich als Abschiebekanzler zu profilieren mit einem großen Spiegelgespräch, Abschiebung im großen Stil. Im Koalitionsvertrag steht auf Seite 112 etwas von der Rückführungsoffensive, also mit einer militärischen Metapher sozusagen. Und da hat die SPD, damit sie nicht völlig abstürzt, vermutlich in Erwägung gezogen, sich stärker in diese Richtung zu profilieren. Und möglicherweise haben ja auch die Grünen, denn dieses Korrektiv ist ja sehr grünnah, die Notbremse ziehen wollen. Also das ist übrigens sehr typisch für die Diskussion in Deutschland, dass wir immer wieder Überbietungswettbewerbe haben. Also keine rationalen Diskussionen, sondern immer diese Blockformierung von Politik, von NGOs, Medien, also einen großen Teil der Medien und Verbänden, die dann alle versuchen, sich gemeinsam auf irgendeine Losung einzuschwingen. Das war dort teilweise so, völlig richtig, bei dieser Diskussion im vergangenen Jahr. Jetzt müssen wir einen großen Stil abschieben, das war ja das Originalzitat von Olaf Scholz. Und damit sind die Grünen auch unter Druck geraten mit ihrer Politik der völlig offenen Grenzen und der weitgehenden Verweigerung von Abschiebung im größeren Stil. Jetzt sind sie sozusagen wieder oben auf und jetzt haben wir auch wieder diesen Überbietungswettbewerb. Und das ist übrigens sehr interessant. Diejenigen, die mit als Erste diesen Begriff Deportation in den Mund genommen haben, der dort in Potsdam ja gar nicht gefallen ist, und das praktisch als amtliche Tatsache dargestellt haben. Es waren zwei Unionspolitiker, der sächsische Innenminister Armin Schuster, wie es jetzt auch kürzlich auf TE nachzulesen war, und der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Und dann kommt etwas in Gang, wenn die mit voller Kraft ins Horn stoßen. Wahrscheinlich nur in diesem Kalkül, jetzt können wir uns gegen die AfD in Stellung bringen, dann müssen die anderen, die linkeren Parteien, denen natürlich noch überbieten und noch schriller und noch lauter sein. Ich habe das nicht bestellt, weil was er sagt, ist ja nichts anderes als die Bestätigung unseres Programms streitbar, dass man Diskussionen strittig führen muss, während ja in Deutschland offensichtlich eine Tendenz besteht, alle hacken sich unter, marschieren in den Abgrund. Also Bildung ja, eines also, großen Blocks, ja. Die erwähnt, wie das bei Sarah Wagenknecht und Markus Lanz war, haben Sie ja mitbekommen. Da soll also vor 10 Jahren ein Essen mit einem Kabarettisten gewesen sein, einem linken Kabarettisten, dessen Zahnarzt, ein Treffen mit Sarah Wagenknecht. Und der war dann auch in Potsdam, also Gernot Möhrig. Und darum wurde dann Sarah Wagenknecht in die Nähe der Wannsee-Konferenz gerückt. Also es wurde auch da von Lanz und Co. Doch etwas gegen links. Also passen Sie auf, welchen Zahnarzt Sie haben. Aber Sie, vor allem googeln Sie immer, neben wem Sie stehen, wenn Sie demonstrieren. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Demonstrationen haben ja stattgefunden unter diesem Motto gegen rechts. Also nicht gegen Rechtsextremen, nicht gegen AfD, sondern gegen rechts. Mhm. Und es wurde schon, das konnte man auch bei Twitter nachlesen, dann von vielen gemeint, also man muss jetzt auch die Freien Wähler in den Blick nehmen, denn Aiwanger hat sich ja kritisch zu diesen Demonstrationen geäußert. Und das ist eben das Entscheidende. Selbst wenn die AfD tatsächlich verschwinden würde, was ich nicht glaube, weil das Verbotsverfahren nicht angefangen wird, da wissen die Politiker, das ist viel zu riskant. Aber selbst wenn sie verschwände, würde es dann gegen andere Parteien weitergehen. Gegen diese kleinen Partei, neue Partei, die Maaßen gründen will, gegen die Freien Wähler. Nein, unwahrscheinlich auch gegen das Bündnis Sarah Wagenknecht. Natürlich. Also praktisch gegen alle, die in den entscheidenden Fragen Migration, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik nicht ganz in dieser Richtung marschieren, wie sie medial und sozusagen gesellschaftlich in einer großen Weise aber vorgegeben nötigt, ist. Nötigt Ihnen das nicht doch Respekt ab, mal ehrlich? Also da geschieht offensichtlich eine Sache in Potsdam, die der großen Rede nicht wert war. Eine Buchvorstellung, die sich jetzt im Nachhinein als Buchvorstellung entpuppt, ohne Massendeportationsgelüste etc. Und dann gehen Hunderttausende auf die Straße, die Landratswahl im Saale-Dingsbums-Kreis
wird für die AfD verloren und wahrscheinlich wird jetzt jeder gute Bürger an keinem Stammtisch mehr sagen, ich könnte mir überlegen, vielleicht AfD zu wählen. Ich bin nun wirklich weit davon entfernt. Aber es hat eine Einschüchterung, die mit dem Grundgesetz eigentlich wenig zu tun hat. Ja. Aber es gelingt trotzdem, hunderttausende junge Menschen mit heiliggläubigen Blick gen Himmel auf die Straße. Und das hat einen sehr simplen Grund. Es ist den Organisatoren und auch den medialen Transporteuren weitgehend gelungen, diese Prozesse abzukoppeln von dem, was eigentlich in Potsdam passiert ist. Also das wird auch gar nicht mehr so sehr diskutiert. Was ist dort eigentlich besprochen worden? Das haben auch viele Medien gar nicht gefragt und beschrieben, sondern immer nur die Schlagworte abgearbeitet. Denken Sie an den Spiegel, Deportationsgipfel, Wannsee-Konferenz, also diese völlig ahistorische Verbindung, die auch eine übrigens eine absurde Banalisierung des Nationalsozialismus darstellt. Für diese Demonstranten ist das dann eben auch nicht mehr so entscheidend, was ist dort besprochen worden, sondern was wird darüber gesagt, was wird darüber gesendet. Das ist wirkungsmächtig. Ja. Zwei Dinge spielen, glaube ich, auch eine Rolle. Also erstmal haben wir schon Indizien, dass viele Medien von den Nachrichten am 10. Januar nicht überrascht worden sind, sondern dass da schon im Sinne einer konzertierten Aktion einmal vorgebaut worden ist, dass da eine große Sensation kommen wird, die nach Möglichkeit nicht nachzurecherchieren, sondern schnell zu übernehmen ist. Und dann tritt natürlich der nächste Effekt auf, der in politischen Fragen immer besonders wichtig ist, nämlich der Aspekt des Gesichtsverlusts. Nachdem die gesagt haben, wir haben hier die größte Sensation des Jahrhunderts, können die schwer wieder zurück und können kaum 3 Wochen später sagen, wir haben jetzt selber noch mal kurz nachrecherchiert. Ich wurde am Sonntagabend angerufen von Patrick Barb, einem mutigen Rechercheur gegen Krieg und Aufrüstung, und der sagte, warne unbedingt Sarah Wagenknecht. Da ist wegen Gernot Möhrig eine Sache gegen Sie in der Pipeline, die losgeschossen werden soll und Sie in die Nähe von ganz rechts rücken soll. Und wir wussten noch nicht, wie, weil im Berliner Ensemble ja schon dieses Stück eingeprobt wurde. Das wurde schon an diesem Tag eingeprobt. Und dann kam Markus Lanz mit diesem Angriff. Sarah hat sich auch bedankt dafür, dass sie war auch gut vorbereitet auf den Angriff, weil wir das per Zufall dann eben rausgekriegt hatten. Aber so ist das geplant worden. An der Stelle ist das mal durchgekommen. Das ist eine richtige Orchestrierung. Oder sehen Sie das anders? Sie kennen sich ja ein bisschen aus. Naja, also ich spiele mal den Anwalt des Teufels oder des Bundesverfassungsschutzes, dessen Präsident hat im Hintergrundgespräch gesagt, der nimmt es nicht so harmlos wie Sie, Herr Voskaier, gesagt, es war das Who is Who der neuen Rechten. Das Who is Who, das ist also die Crème de la Crème, die Tops der Tops. Er sagt, wir waren über alles informiert, wir werden nicht sagen, wie und was. Neurechte Medien waren auch noch dazu geladen. Er hat 2 Namen genannt. Er nennt auch gleich die Burschenschaften und Teile der Werteunion, die er jetzt überwachen will. Und er hängt das nicht so tief. Also und steht diese Aussage in einigem Widerspruch, wir müssen das mal weiter beobachten, zu der zunächst getroffenen Aussage des Verfassungsschutzes im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, wo der Stellvertreter von Herrn Haldenwang etwa 3 Tage nach dem ersten Bekanntwerden dieser Vorgänge ja ausgesagt hat, der Verfassungsschutz habe eigentlich überhaupt keine Erkenntnisse darüber, was da gesagt oder nicht gesagt worden sei, weil nämlich diese Menschen, die dort versammelt gewesen seien, alle nicht im Fokus des Verfassungsschutzes stünden. Diese Aussage erscheint mir plausibel und nachvollziehbar. Es wäre in der Tat eine riesen Ressourcenverschwendung, wenn auch nur eine der dort versammelten Personen jetzt vom Verfassungsschutz überwacht werden würde und dafür dann vielleicht 2 Islamisten nicht. Also Moment, ich muss da hier intervenieren. Von Haldenwang ist mir der Satz überliefert, wir waren über alles informiert. Es gibt eine Beschwerde des Innenministers von Brandenburg, dass er sagt, in meinem Land ist der Bundesverfassungsschutz aktiv gewesen, ohne dass ich als zuständiger Landesminister davon Bescheid wusste. Also da scheint mir ein Widerspruch aufzunehmen. Ja. Und es ist auch so dramatisch, dass ich zum Beispiel aus dem Deutschen Presseclub ausgeladen werden soll, weil angeblich das da auch gesagt wurde. Ich war gar nicht dabei. Also jetzt wirkt der Staat
auch über Journalistenvereinigungen, um solche Informationen, die bedenklich sind über den Zustand des Landes, um solche Informationen zu unterdrücken und Menschen wie mich zu verfolgen. Also wir machen das weiter beobachten. Der Deutsche Presseclub ist ein Kasperlverein, das müssen wir nicht, aber am Anfang noch mal, hat man abgewiegelt, jetzt wiegelt man auf. Ja? Was stimmt, das wissen wir also sogar auch. Ich halte das für nicht unplausibel, dass Sie von dem Treffen wussten, weil Sie, glaube ich, im Blick haben, wenn Martin Sellner nach Deutschland einreist und irgendwo einen Vortrag hält, wohin er reist und vor wem er den Vortrag hält. Also das ist relativ plausibel. Und dann ist Haldenwang eben die Person, die den Verfassungsschutz so politisiert hat wie keiner seiner Vorgänger. Er hat ja auch diesen Begriff der verfassungsschutzrelevanten Staatsdelegitimierung erfunden. Unglaublich, ja. Unglaublich. Wir wissen ja alle, nur der Staat selbst kann sich delegitimieren. Bürger können ihn gar nicht delegitimieren. Und er hat ja ganz bewusst auch keine Grenzen dafür gesetzt, sondern es so vage und offen gelassen, dass im Grunde schon jede deutliche Äußerung gegen die Regierungspolitik darunter fällt. Und man hat ja auch gesehen bei den Bauerndemonstrationen, dass da sofort fieberhaft von den Medien auch versucht worden ist, irgendeine rechtsextreme oder rechte Unterwanderung zu finden, was man jetzt, worauf man jetzt übrigens umgekehrt natürlich völlig verzichtet hatte bei den Demonstrationen, zu schauen, wer läuft dann noch vom Also an der Stelle muss ich noch mal nachhaken. Ja? Ich bin nicht dabei gewesen. Ich schreibe nur auf, was mir andere Kollegen berichten. Und die sagen, wir waren über alles informiert, es muss die Bürger schützen. Er sagt auch, er muss die Bürger davor schützen, dass sie falsch wählen, sinngemäß. Ja. Dass sie das wählen, wovor sie eigentlich keine Ahnung haben. Und das ist nun eine sehr weitgehende Aussage, die ich nicht original gehört habe, für die ich allerdings ausgeschlossen werden soll. Denn Journalistenverbände in Deutschland haben die Aufgabe, den Staat zu schützen und seinen Geheimdienst und nicht die Journalisten zu vertreten, nach ihrem Eigenverständnis. Also so einfach kann man das nicht wegwischen, wenn wir einen Bundesverfassungsschutz haben, der in jeder Küche und in jedem Restaurant mithört, was ein kleiner Kreis von Menschen bespricht. Und darum geht es ja. Wenn Menschen, das stimmt, was Haldenwang in den Raum gestellt hat, dann wäre das ein ungeheurer Geheimdienstskandal, ein deutsches Waterloo, denn er hat ja in den Raum gestellt, wenn auch nicht... Watergate. Das kommt dann danach, hoffentlich. Das vielleicht danach. Beides. Er hat ja in den Raum gestellt, zwar nicht explizit gesagt, aber es ist ja sozusagen eine sinnvolle Auslegung dessen, was er dann angedeutet hat, dass dann offenbar Abhörmaterial von dem Verfassungsschutz an Korrektiv gedrungen ist, um damit die Opposition zu bekämpfen. Ja. Wenn sich so etwas als wahr erweisen sollte, wäre es ein ungeheurer Skandal. Aber das muss noch nicht mal so sein. Es kann auch sein, dass die nur Hinweise gegeben haben, dass das stattgefunden hat. Es wird ja auch viel begründet von Korrektiv. Sie hätten Material und Hinweise bekommen von diesem sogenannten von der Rechercheeinheit von Greenpeace, von der ich ehrlich gesagt vorher noch nichts gehört habe, das ist nicht auf politischem Gebiet. Und Sie haben einen Film gezeigt, da in diesem Theater, da in diesem komischen in Berlin, wo ein angeblicher Verfassungsschützer da herumschlurft, wie man sich so ein Schlapphut vorstellt, wenn er keine Ahnung hat. Ja, wer auch immer das gewesen ist. Ja. Also das kann mit technischen Hilfsmitteln passiert sein oder auch nicht. Aber dass es Hinweise gegeben hat und dass der Verfassungsschutz grundsätzlich im Bilde war, dass dort diese Veranstaltung stattfindet, das glaube ich wohl. Aber auch das wäre also, halte ich für wahrscheinlich. Das wäre ein Skandal, wenn der Geheimdienst an Private meldet, wo sie ihre Kameras aufhängen sollen. Und natürlich eine Sache muss man da noch im Zusammenhang sehen. Dem Haldenwang ist ja vor einiger Zeit im Fernsehen rausgerutscht, dieser bemerkenswerte Satz, wir als Verfassungsschutz können ja die AfD nicht alleine bekämpfen. Er hat dann sofort gemerkt, dass er sich verplappert hatte, hatte gesagt, ja, also wir haben ja gar nicht die Möglichkeit dazu und das muss die Gesellschaft tun und so weiter. Aber in dem Moment ist ihm rausgerutscht, was nach seinem Verständnis, nach dem Verständnis seiner Dienstherrin, sein Auftrag sein muss, eine bestimmte Partei bekämpfen. Gut, also was hat er jetzt bestätigt? Moment, eine Frage noch. Ja? Ich höre bei Ihnen immer die kindliche Hoffnung, das ist ein ungeheurer Skandal. Können Sie sich wirklich vorstellen, dass es bei dieser Medienlandschaft zu einem Skandal wird?
Ja, das müssen wir mal abwarten. Also, wir haben in der letzten Zeit eine interessante Entwicklung erlebt, die darauf hinausläuft, dass die etablierten Medien und das öffentlich-rechtliche Fernsehen eben alles andere als allmächtig sind. Das haben wir im Fall Aiwanger gesehen, als die Süddeutsche Zeitung und das ZDF erzwingen wollten, dass in Bayern die Koalition aufgelöst und eine Koalition mit den Grünen gemacht wird. Ja, aber da stand noch Söder hinter Aiwanger. Das hat nicht so ganz funktioniert, vorsichtig gesagt. Da haben die alternativen Medien ein Duell gewonnen. Und da werden wir mal sehen. Also, schon jetzt kann Korrektiv bemerken, und die werden also sichtlich nervös, machen alle möglichen unzutreffenden Aussagen im Presseclub, rudern hier mal zurück, rudern da zurück. Korrektiv wird darauf aufmerksam, dass sie zwar das öffentlich-rechtliche Fernsehen ganz gut in der Hand haben und die weitgehend gleichgeschaltet haben, dass sie aber nicht damit ganz Deutschland abdecken, sondern dass die Meinungsbildung bei Millionen von Menschen eigentlich ohne diese etablierten Medien und eben zum Beispiel mit Medien wie Tichys Einblick und anderen funktioniert. Ja, nun haben wir da ja auch Notizen, die mir zugespielt wurden, wofür der Deutsche Presseclub will, dass ich sie lösche, ja, was ich nicht tun werde, denn ich bin der Meinung, Journalisten haben die Aufgabe, zu berichten über das, was ihnen zugespielt wird, auch wenn es manchen mächtigen Journalistenverbänden nicht gefällt. Haldewang soll gesagt haben, 10% der AfD-Wähler sind Stammwähler, die sind nicht mehr zu kriegen, aber die anderen 10% müsse er aufklären darüber, welche Gefahr damit verbunden ist. Das heißt, der Bundesverfassungsschutzpräsident greift in Wahlkämpfe ein. Dass er die AfD oder andere problematische Gruppen beobachtet, ist sein Job. Das ist seine Aufgabe. Aber seine Aufgabe ist nicht Wahlkampf. Und da würde ich Sie nämlich gerne fragen, Herr Dehn, wie ist denn das jetzt mit der Linken? Man hat ja manchmal das Gefühl, die Linke genießt ja ein bisschen mehr Sonderrechte. Muss die auch fürchten, so unter Druck zu geraten? Ist es ein Vorurteil meines Lagers zu glauben, es gibt mittlerweile praktisch zwei Sorten Gesetze, eines für sogenannte Rechte und ein schöneres für Linke? Ohne jetzt irgendeine historische Parabel aufzustellen, gab es von Niemöller mal den Satz, als sie die Kommunisten abgeholt haben, dachte ich, soll sein, ich bin ja kein Kommunist. Dann haben Sozialdemokraten abgeholt, es soll sein, bin ja kein Sozialdemokrat und so weiter und so weiter. Am Ende haben sie mich abgeholt. Manche Linke wähnen sich in einem Hola, wie wir im Nachlaufen als Kinder immer gesagt haben. In einem was? Hola, Schutzzone. Aha. Und glauben, wenn sie jetzt mit schreien bei den Wölfen, dann würden sie geschont. Ich fürchte auch, dass diese Einschüchterung bei Sarah Wagen nicht verfangen soll und möglicherweise auch verfängt. Partielle Einschüchterung, sich zum Instrument gegen die AfD reduzieren zu lassen, was wirklich dem Talent dieser Frau und ihres Mannes und anderen nicht entspricht, also diese kleine Format. Also ich komme ja aus einer Zeit, wo man ähnlich behandelt wurde wie jetzt wegen Kontakten zu Leuten, die mit AfD zu tun hatten, das mit Kommunisten hatte. Kommunist also als Linke hatten Sie es in den 70ern nicht leicht. Nicht leicht, das danke ich Ihnen mal von Ihrer Seite, das zu sagen, ja, und als Marxist erst recht nicht. Jetzt haben Sie das Problem heute ganz andersrum. Und ich kann nur, wenn ich Ihre Frage evokativ sozusagen in einen Appell oder eine Anregung umlenken darf. Ich kann nur allen empfehlen, in dieser Frage auch sich schützend vor AfD-Leute zu stellen. Auch AfD-Leute haben Menschenrechte, Bürgerrechte, dürfen klagen. Und wenn man das nicht macht, dann wird man der Nächste sein, so wie das Niemöller gesagt hat. Das ist eine sehr, sehr harte Aussage. Ja. Sarah Wagenknecht hat da ja versucht, auch eine Brandmauer, in ihrem Fall muss man sagen, ein Brandmäuerchen zu errichten gegen die AfD. Aber das ist ja, scheint mir ja das Problem zu sein, dass in diesem Land plötzlich das Bewusstsein für Freiheit fehlt, dass Freiheit unteilbar ist. Und immer die Freiheit des Andersdenkens ist das per Definition. Das ist keine besondere tolle Erfindung von Rosa Luxemburg, dieser Satz. Sondern was soll ich denn meine eigene Freiheit schützen? Die Freiheit ist immer die Freiheit des, der anders denkt als ich. Das ist wirklich erschütternd, ja. Das ist der Punkt. Wenn man mit jungen Leuten spricht, dass sozusagen der liberale Rechtsstaat dort vom Ansatz gar nicht mehr verstanden wird. Junge Leute bringen aus der Schule hier das Bewusstsein mit, dass wir in einem Erziehungsstaat leben und dass es darum geht, auf der Seite der Erzieher. Und da sieht man auch an der Umprägung des Wortes Demokratie und demokratisch. Ja. Das ist mittlerweile nicht mehr gemeint als Verfahren zur Mehrheitsermittlung und zum Abwägen, zum Streit, sondern demokratisch meint im
Bewusstsein dieser Leute, von denen du sprichst, das Durchsetzen des Richtigen. Ja, das Durchsetzen des objektiv Richtigen. Ja. Und ich plädiere ja in meinem Buch auch gerade dafür, wieder dorthin zurückzukehren, wo der Verfassungsstaat steht und wo die Bürger eigentlich herkommen, dass sie akzeptieren, dass es eben in jeder Demokratie rechts gibt, links gibt, ein Zentrum gibt, dass es auch Ränder gibt und dass Streit und Abwägung das Normale ist. Das ist der Normalzustand, also die offene Diskussion. Vielleicht darf ich Sie fragen, wenn wir schon beim Werbeblock sind, was völlig in Ordnung ist, weil wir in einer Minderheit sind, die auch einander bewerben dürfen, finde ich. Das dürfen die ganz Großen weniger. Was ist der Unterschied Ihres Buchs mit dem Titel zu Sarah Wagenknechts Buch Die Selbstgerechten? Es wird sicherlich Überschneidungen geben, aber ich nehme erstens den gesamten Westen in den Blick. Also nicht nur Deutschland, sondern das ist ja gerade das Thema, dass wir die ganz ähnlichen Muster in den USA, in Kanada, in westeuropäischen Ländern und in Deutschland sehen. Australien. Und dann ist es eben aus der Perspektive bis hin in das Jahr 2024 geschrieben. Das heißt, wir sehen ja jetzt noch eine sehr, sehr viel größere Verschärfung und man sieht auch sehr viel deutlicher dieses Amalgam, was sich gebildet hat zwischen diesen Neolinken, die mit der klassischen Linken eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, und Islamisten. Also völlig seltsame Wettgefährten, die da zusammengefunden haben, aber sie haben eben aus bestimmten Gründen zusammengefunden. Sie haben eben tatsächlich doch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten. Die Verachtung, entschuldigen Sie, die Verachtung für Untere. Für Verachtung nach unten. In beiden Titeln, ja. Ich sage jetzt mal, Verachtung für Untere ist bei den Selbstgerechten und Verachtung für unten bei Ihnen. Was ist unten bei Ihnen? Unten sind nicht unbedingt diejenigen, die materiell nur unten sind. Die gehören auch dazu, Leute, die prekär verdienen. Unten meint auch Leute, die aus dem gesellschaftlichen Diskurs weitgehend verdrängt sind oder schon verdrängt worden sind, die also nicht mehr Begriffe definieren, die nicht mehr vorkommen, die nicht mehr in Talkshows sitzen, deren Themen nicht mehr behandelt werden. Die Bauern, die demonstrieren, die sind materiell nicht arm. Das sind Unternehmer, aber sie sind Leute, denen gesagt wird, eure Anliegen zählen gar nicht. Um den Spiegel zu zitieren, motorisierter Mistgabelmob. So nach dem Motto, ihr habt gar keine sinnvollen Interessen vorzutragen. Sinnvoll ist, was Friday for Futures macht. Klimademonstrationen oder Demonstrationen gegen rechts. Aber eure Sachen, die haben keinen Wert. Und da wird versucht, die ganze Sphäre überhaupt der materiell Produzierenden systematisch aus der öffentlichen Wahrnehmung, aus der Diskussion zu verdrängen. Dann habe ich da doch noch eine Frage. Wir reden über ganz normal heute über ein Parteiverbot der AfD. Das wird ja so breit diskutiert, dass der Normalbürger sagt, ja, dann macht's endlich, damit Ruhe ist, wie man in Österreich sagen mal. Macht einfach irgendwas. Aber wir reden heute auch schon über ein Parteiverbot, weil sich eine türkische Partei gründet, gegen die ich gewisse Vorbehalte habe, weil dahinter sichtbar Erdogan steckt. Aber wenn ich den deutschen Pass austeile, muss ich auch respektieren, dass sich Gruppen zusammenfinden, die nicht meine Position vertreten. Und ich wette, dass wir auch andere muslimische Parteien kriegen. Vielleicht kriegen wir eine Afghanistan-Partei, vielleicht kriegen wir eine Syrer-Partei oder überschneiden. Zumal Frau Merkel Herrn Erdogan ja als Partner sehr geschätzt hat. Genau. Das heißt, eigentlich für mich ist da jetzt die interessante Frage, ist ein Parteienverbot geeignet, solche Dinge von BSW über AfD zur Türkenpartei einfach zu verbieten, damit der Tisch sauber bleibt? Ja. Also Parteiverbot, geht das? Soll man das machen? Ist das eine Demokratie? Na gut, ich habe die Antwort ja schon gegeben. Nein, das ist von vornherein völlig ungeeignet. Also was von der neuen Türkenpartei gilt, ist eben, wenn ein Staat sich entschließt, das haben wir jetzt seit 40, 50 Jahren gemacht, sich einer breiten Einwanderung auch aus durchaus ganz anderen Kulturräumen zu öffnen, dann ist die selbstverständliche Folge, dass das natürlich früher oder später Staatsbürger werden und dass die dann ihre Interessen artikulieren. Man kann sich im Nachhinein fragen, ob es besonders klug war, in dieser Form auch kulturell eher fremde Einwanderung hinzunehmen. Das ist aber eine rein theoretische und historische Frage. Die hat keinen praktischen Belang mehr, denn nun ist es eben
eben passiert. Das ist völlig selbstverständlich. Nun sind sie eben da. Nun sind sie eben da. Das stimmt. Merkel. Und Parteienverbote sind von vornherein kein Mittel der Wahl. Ich finde das sehr fragwürdig, dass es dieses Instrument in Deutschland überhaupt gibt. Das ist ja auch dann ein deutscher Sonderweg. In einer Demokratie, die Demokratie ist eben die Marktwirtschaft in der Politik und da ist eben vorgesehen, der Kunde ist König und die Bürger können sich Parteien suchen, die das artikulieren, was die Bürger für richtig halten, mehr oder weniger. Und dass man da dann sozusagen eine Gegenintervention einbaut und sagt, ja, grundsätzlich ist die Demokratie natürlich die Willensbildung von unten nach oben, aber wenn das, was dabei rauskommt, denen da oben dann doch nicht passt, dann wird wiederum die Richtung umgekehrt und dann kann von oben eine Zensur gemacht werden, kann gesagt werden, Moment, liebe Bürger, so nun doch wieder nicht, ihr habt den Korridor des Sagbaren verlassen. Das geht natürlich nicht. Das ist von Anfang an ein Konstruktionsfehler der Demokratie. Und eigentlich würde ich es für viel naheliegender halten, jetzt 80 Jahre nach 1945 irgendwann mal zu überdenken, ob wir uns nicht in Deutschland, der lange Weg nach Westen war immer das große Stichwort unserer bundesdeutschen Eliten, ob wir uns nicht in eine echte westliche Demokratie verwandeln wollen, wo es so etwas wie ein Inlandsgeheimdienst, der eben nicht für Gewalt und für Straftaten zuständig ist von Staatsfeinden, sondern der die politischen Ansichten seiner Bürger erforscht, um herauszufinden, ob jemand wie Martin Sellner zum Beispiel mit ganz friedlichen, nicht strafbaren Methoden irgendwie was an der Verfassung ändern will, dass das eigentlich, dass wir das nicht mehr brauchen, dass das heute nicht mehr zeitgemäß ist und dass es das in herkömmlichen westlichen Demokratien, und wir wollen ja so gerne eine sein, eigentlich gar nicht gibt. Also, genauso wenig ein Parteiverbot. Ich frage mich auch immer wieder, angenommen, so ein Parteiverbot würde gegen die AfD exekutiert, was ich nicht glaube, aber angenommen, dann sind ja immer noch die Wähler da. Glaubt man dann ernsthaft, die kehren dann reumütig wieder zurück zur CDU, zur SPD und wo sie früher gewesen sind oder eben zu den Nichtwählern? Nein, das werden sie natürlich nicht tun. Sie werden dann andere Parteien sie wählen. Sie werden dann die Freien Wähler bevorzugen oder andere. Und nach dieser Logik müsste dann das nächste Parteienverbotsverfahren sich gegen die richten und dann wieder gegen die nächststehenden. Also man schneidet dann immer weiter die Ränder ab und die Ränder wandern aber immer näher ans Zentrum. Völlig klar, ja. Das Hauptziel ist Einschüchterung und Nichtwählerschaft. Ja. Das heißt, Eliten sollen wählen gehen und die, die sich betroffen fühlen, Bauern etc., sollen möglichst von der Wahlurne fernbleiben. Das Beispiel haben wir schon in den USA mit den Wählerlisten. Ja. Und noch eine Anmerkung vielleicht. Das Wahlrecht ist, man könnte das Wahlrecht so konstruieren, dass man sagt, bei 70% Wahlbeteiligung werden 70% der Sitze im Parlament vergeben, proportional nach dem Parteienanteil. So ist es aber nicht. Es werden immer 100% vergeben, auch wenn die Wahlbeteiligung auf 50% ist. Und das heißt, wenn hypothetisch die AfD verboten werden würde, dann werden automatisch der SPD, den Grünen und anderen die frei werdenden Plätze zufallen, auch wenn nicht ein einziger Wähler von der verbotenen AfD dann zur SPD wechselt. Ja. Und auf diesen Effekt gehen die natürlich auch aus. Und es gibt noch einen anderen sehr interessanten Weg, auf den ich immer wieder hinweise, auch in Texten bei TE und anderswo. Wenn ich zu Diskussionen eingeladen bin, es gibt diesen Weg auch noch der Entparlamentarisierung. Also diejenigen, die da herumschrauben an der demokratischen Ordnung, sagen, gut, wir kriegen diese Partei nicht weg. Ja. Verbotsverfahren ist zu riskant. Und die Wähler bleiben ja auch da. Aber wir können doch dafür sorgen, dass das Parlament immer weniger zu sagen hat. Und jetzt gibt es schon diesen einen Probelauf mit diesem sogenannten Bürgerrat. Das sind geloste Leute des Verfahrens, aber so intransparent. Man weiß nicht, nach welchem Algorithmus die ausgelost worden sind. Findet sich keine einzige Überprüfung, ob dann dieser Bürgerrat von 160 Leuten, der bis 2025 tagen soll, dann noch nach dieser Aussiebung tatsächlich repräsentativ ist. Es ist mir noch nicht mal gelungen, die Namen rauszufinden der Mitglieder des Bürgerrates, steht nirgends. Dann kriegen die ein Thema vorgegeben vom Parlament, können sich nicht selbst aussuchen. Sie haben Moderatoren, die sie leiten bei dieser Diskussion, damit auch alles in die richtigen Bahnen geht. Die Moderatorin, die Hauptmoderatorin, ist eine ehemalige Parteifunktionärin der Grünen, ehemalige Kreisvorsitzende der Grünen. Es ist ein Konsortium von Firmen und Organisationen im Hintergrund. Da weiß auch keiner so richtig, nach welchen Kriterien ist das eigentlich zustande gekommen. Naja, offensichtlich nach dem Kriterium, es darf nichts Falsches rauskommen. Und
diese Entparlamentarisierung, diese Umsetzung, diese Einsetzung von Räten, die nicht mehr demokratisch legitimiert sind, nicht legitimiert sein sollen, als Ersatzparlamente, das ist etwas, was immer weiter fortschreitet. Es gibt ja auch diese Idee des, aus dem Umweltministerium, diesem Sachverständigenrat, auch einen Zukunftsrat mit Jugendlichen einzurichten. Die sollen auch nicht mehr gewählt werden, sondern von den Parteien benannt. Also es geht immer weiter in diese Richtung eines Rätestaates statt eines parlamentarischen Staates. Und man sieht ja lange Jahre, über zwei Jahrzehnte Bundestagsabgeordneter. Wie viel Macht hat denn ein Bundestagsabgeordneter noch? Er hat eigentlich nur die Macht der Gegenöffentlichkeit oder der Aufklärung. Er hat in Wahrheit durch den Fraktionszwang, durch die verschiedensten Einschränkungen, die eben auch bei den Anfragen sind. Sie kriegen ja teilweise freche Antworten aus den Ministerien, wo dann eigentlich drinsteht, wir geben Ihnen gar keine Auskunft über das, was Sie fragen. Also innerparlamentarisch überschätzt man sich. Das ist eine Gefahr. Die glauben alle, wenn sie Reden halten, jetzt kommen sie auf die Straße und jeder klopft ihnen auf die Schulter und stellen dann fest, es war in Phoenix unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und wenn die sich selber gegen Öffentlichkeit machen, keine Macht, keine richtige Macht. Sie können sich wichtig fühlen, sie kriegen die Tür aufgehalten, sie haben einen Fahrer. Aber die Macht ist, etwas wirklich auf den Weg zu bringen, nur dann da, wenn auch ein bisschen Druck auf der Straße oder Druck in den Medien ist. Ja. Es gibt einige wenige Ausnahmen, ja. Da habe ich auch einen hohen Respekt. Herr De Masi, der mal in der Linkspartei war, jetzt im Bündnis Sarah Wagenknecht, der hat ganz wesentliche Arbeit geleistet zur Aufklärung der Cum-Ex-Affäre, hat auch eine durchaus intelligente Strafanzeige gestellt, aber hat sich eben tief in das Thema eingegraben. Das ist schon bewundernswert. Also er hat meiner Meinung nach aus dem, was man als einzelner Abgeordneter machen kann, das Maximale herausgeholt. So, jetzt stelle ich als guter Konservativer mit Lenin die Frage, was tun? Nun haben wir ja plötzlich neue Parteien, die entstehen, die Werteunion von Hans-Georg Maaßen, wir haben das Bündnis Sarah Wagenknecht, das sie immer BSW nennt, ich weiß nicht, ob das schon so bekannt gibt. Es gibt noch andere Parteien, die da in Gründung befinden, ich will die auch alle nicht abwerten, es gibt die Freien Wähler. Bricht da was auf? Bricht dieses System der Eliten gegen das Volk auf durch neue Parteien oder sind die chancenlos? Und wenn sie Chancen haben, werden genauso schnell so wie die alten Parteien? Naja, ich weise ja immer wieder darauf hin, dass wir in Deutschland relativ spät dran sind. In allen, fast allen anderen Ländern in Westeuropa ist das Parteiensystem schon aufgebrochen, sogar schon zusammengebrochen, das alte Parteiensystem. In Italien hat es schon zwei große Erneuerungswellen durchgemacht. Und das, was wir jetzt in Italien haben, hat mit dem alten Parteiensystem vor 1990 praktisch gar nichts mehr zu tun. In Frankreich ist das weitgehend aufgebrochen durch die Sammlungsbewegung von Macron, durch den völligen Bedeutungsverlust der früher ja durchaus einflussreichen kommunistischen Partei, durch den weitgehenden Zerfall der sozialistischen Partei. In Spanien haben wir mit Vox eine völlig neue Partei, auch völlig neue Koalitionsvarianten jetzt mittlerweile. Aber besser wird's da auch nicht in Spanien. Nein, aber es gibt überall und in den Niederlanden mit einer völlig neuen Partei, die Bauernpartei ist schon relativ alt, aber es hat sich noch eine Abspaltung von der niederländischen CDU gegründet, auch relativ erfolgreich. Also überall haben wir diese Umbruchsprozesse, die reagieren. Das ist nicht die Ursache, dann ist die Wirkung dieser gesellschaftlichen Umbrüche. Die reflektieren diese Umbrüche nur. Und in Deutschland sind wir relativ spät dran. Und jetzt sehen wir, das passiert auch, was in anderen Ländern passiert ist. Passiert bei uns langsamer, weil die Deutschen immer sehr, sehr vorsichtig sind. Sehr, sehr vorsichtig vor allem darin, ihr politisches Lager zu verlassen. Aber es kommt allmählich auch in Gang. Und es ist schwer, die Zukunft natürlich zu prognostizieren, aber die Gegenwart kann man eigentlich schon diagnostizieren. Und die sieht eben so aus, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann, weil wir faktisch pleite sind, weil das System jetzt an seine Grenzen gekommen ist. Also das Geld ist es, das fehlt. Das Geld. Das sieht man ja zum Beispiel an diesen großen Demonstrationen, die wir jetzt in den Städten haben. Da fehlt das Geld, denn
Rückgrat dieser Demonstrationen sind eben die ca. 100.000 Mitarbeiter von NGOs, die alle staatlich besoldet worden sind und wo jetzt aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem November der Regierung das Geld ausgegangen ist. Wo auch Oligarchen dahinter stecken. Wo auch teilweise Oligarchen dahinter stecken, aber die eben jetzt Entlassungen vor Entlassungen stehen und vor Nichtvertragsverlängerungen stehen und deswegen gehen die jetzt auf die Straße und sagen, ihr braucht uns noch im Kampf gegen Recht. Das spielt eine Rolle. Darf ich nur eins sagen, hätte ich wenn die Frage an die werten Gäste jetzt zum Abschluss unserer Sendung gestellt war, meine Perspektive, die etwas wenig tröstlich ist. Ich habe die Befürchtung, dass wenn die Brandmauern so bleiben, wie sie von Spiegel, Taz und anderen errichtet sind, wie sie auch teilweise von Sarah Wagenknecht dann auch exekutiert werden könnten, dann haben wir da eine BSW und da eine AfD und in der Mitte toleriert sich alles durcheinander und gegeneinander. Und das kann 20 Jahre halten. Das heißt, Grüne, SPD, FDP und CDU machen dann wechselweise miteinander Koalitionen und tolerieren sich möglicherweise sogar unter den 52%. Und immer mit dem Hinweis, wollt ihr die oder wollt ihr die? Wenn ihr die nicht wollt, müsst ihr unsere... Aber ist es wirklich so dramatisch in dieser Zweierspaltung? Könnte es nicht so sein, dass man sagt, naja, die FDP fliegt eh raus, die liegt bloß noch bei lächerlichen 3%. Und statt der FDP holen wir uns halt dann Sarah Wagenknecht rein. Die kennen wir ja. Das müsste bei Sarah Wagenknecht zumindest mal ventiliert werden. Übrigens will ich nur sagen, in Italien, als das alte Parteiensystem noch bestanden hat, wurde es einmal durchgeschüttelt durch einen Kommunisten namens Enrico Berlinguer, der an Aldo Moro, der die nächstschwächere Partei war, also etwas schwächer als die Kommunisten. Die Kommunisten hatten, glaube ich, 32 und er hatte 31% den historischen Kompromiss vorgeschlagen hat. Und alle Welt bis tief ins Pentagon und ins CIA hat laut geschrien, wie kommt das jetzt? Und dann ist ja Aldo Moro danach angeblich von der Roten entführt worden. Armee entführt und ermordet worden. Aber das war Standort auf der Tagesordnung. Da müsste bei Sarah Wagenknecht ein historischer Kompromiss ähnlicher Gedanke sein. Sagen, also wenn man ohne Merz, also BlackRock hätte ich da jetzt ungern als Ersatz für Soros, wenn man die Oligarchen ersetzen würde. Aber ohne Merz können wir uns auch mit der CDU und auch mit anderen es vorstellen. Dann müsste es eine große intellektuelle und auch moralische Überwindung und Anstrengung geben. Dann möchte ich, ich bin wahnsinnig ausgewogen immer noch. Ja. Also wir haben über die Alternative für Deutschland, AfD geredet, wir haben über Sarah Wagenknecht geredet, ganz wenig über die Werteunion. Mhm. Was geben Sie der für Chancen, der neuen Partei von Hans-Georg Maaßen? Auf den ersten Blick glaube ich nicht so furchtbar daran. Es beginnt mit dem Problem, was schon der Bund Freier Bürger hatte. Die haben, glaube ich, auf den ersten Blick kaum Leute, die Plakate für sie kleben würden. Also viele wollen sich gern darstellen. Die haben dann diese Doppelspitze, nicht mit Krall und Maaßen. Jedenfalls vermittelt sich das in der Öffentlichkeit so, dass die sich noch nicht ganz grün sind. Aber das müssen wir sehen. Gleichzeitig denke ich eben auch, wir stehen im Grunde vor einem Prozess, wo das gesamte Parteienspektrum erneuert werden muss. Und da braucht man dann eben gleich mehrere Parteien, um das gesamte Spektrum. Also bei unseren Lesern habe ich erstaunt festgestellt, dass da gewisse Offenheit da ist. Was meinen Sie? Also meine Hoffnung ist, ich sehe das ja ähnlich wie Ulrich Voskerau, dass die Politik ein Markt ist, was die Parteien angeht. Also die bieten was an. Es gibt auf der anderen Seite die Bürger als sozusagen als Kunden, als diejenigen, die Interessen haben und jemanden suchen, der die Interessen formuliert, dass dauerhaft keine Lücken im Markt entstehen. Also wenn beispielsweise die FDP aus dem Bundestag ausscheiden sollte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Platz einer echten liberalen Partei unbesetzt bliebe. Es wäre ein Unglück, wenn das so wäre. Also das wäre zum Beispiel etwas, was passieren kann, dass sich eine moderne liberale Partei gründet, ähnlich wie man die in den Niederlanden hat, ähnlich vielleicht auch mit einem libertären Einschlag. Ja. Und mein Punkt, sozusagen mein kleiner historischer Optimismus ist, das, was in der Geschichte fast das einzige Kontinuum ist, ist das Unerwartete, das Plötzliche. Ja. Das, was hinter der Ecke vorspringt, was man vorher nicht gesehen hat. Und das könnte zum Beispiel so eine Gründung einer
liberalen Bürgerpartei also, sein, wenn dann wieder viel Platz wird, wenn ein alter Platzhalter eben ausfällt. Absolut. Also Zukunft wird in doppeltem Sinne anders. Sie wird anders als heute und sie wird anders, als wir sie uns heute vorstellen. Das ist das Wesen der Zukunft. Aber mich würde natürlich auch Ihre Meinung zum Abschluss sehr interessieren, die Sie ja mehr aus diesem Stall kommen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe mit beiden Gespräche geführt, habe auch da keine Berührungsangst in Gesprächen als Journalist, sowohl mit Maaßen als auch mit Krall. Ich schätze Krall sehr als Stichwortgeber. Ich fürchte weder das Charisma von beiden noch die Programmatik, wo im wirtschaftlichen Bereich übrigens auch die AfD eine liberale Partei ist. Das sei jetzt mal halten zu Gnaden auch eingewandt. Ich habe immer im Bundestag von AfDP gesprochen, was Steuerpolitik und so weiter anbetrifft. Aber dass dort der Druck, der gesellschaftliche Druck, nicht dem medialen Druck standhält. Also die würden, wenn sie heute eine Kundgebung machen würden für ihre Ziele, in keiner deutschen Stadt mehr als 500 Leute auf die Straße bringen. Wenn sie überhaupt noch demonstrieren dürfen. Das ist, da müssen wir allerdings für eintreten, dass sie es dürfen. Also wir müssen immer für den anderen, mit der anderen Meinung eintreten. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch in der ersten Streitbar, dass es eine neue Sendung ist. Merken Sie daran, dass ich Streitbar und Denkbar durcheinander gebracht habe und dass meine Zettel so fürchterlich hässlich sind. Ich lasse mir jetzt auch Moderationskarten drucken.